Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der im Hadith, der bei Sahih Muslim überliefert wird, dort heißt es: Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lies den Koran, denn dieser wird am Tag der Auferstehung als Fürsprecher für seine Leute kommen. Es gibt ähnliche Berichte in den Sunan, dass der Koran kommen wird und er wird sagen so und so. Und da stellt sich natürlich eine Frage, die es ist bekannt, dass die Doktrin der Ahl-Sunna besagt, dass der Koran ein etwas Unerschaffenes ist. Es sind die Worte Allah Ta'alas. Das ist die Rede Allah Ta'alas und die Rede Allah Ta'alas ist unerschaffen, wie auch all seine anderen Attribute. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn der Koran unerschaffen ist, wie kommt er am Tage der Auferstehung in Gestalt eines Fürsprechers und spricht dann für die Leute für? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach, wenn man ein bisschen von den, von der Sprachwissenschaft versteht. Und zwar handelt es sich bei dem Wort Koran um einen sogenannten Masdar. Der Masdar, das kann man vielleicht übersetzen als Infinitiv in der deutschen Sprache oder Verbalsubstantiv. Und die sogenannten Verbalsubstantive, die Masadir, werden in der arabischen Sprache benutzt für verschiedene Bedeutungen. Unter anderem bezeichnen sie die Handlung unabhängig vom Zeitfaktor und ohne ein bestimmtes Individuum mit dieser Handlung zu beschreiben. Das heißt, das wäre dann zum Beispiel das Gehen, das Lesen und so weiter. Zuweilen wird der Masdar benutzt, um das Partizip aktiv zu ersetzen oder das Partizip passiv. Es kommt vor. Nur in diesem Fall, in dem Hadith, handelt es sich um die Handlung selbst. Also nicht um das Gelesene. Der Koran könnte dieses Wort Al-Koran, gehen wir mal davon aus, es ist ja ein Masdar, es könnte heißen das Gelesene. Das wäre dann der Koran, die Worte Allah Ta'alas. Al-Koran kann aber auch die Handlung sein, also das Lesen, welches die Handlung einer x-beliebigen Person ist. Und tatsächlich kommt es in dieser Bedeutung auch im Koran selbst vor. Allah Ta'ala sagt: Aqim as-salata li duluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Und verrichte das Gebet, wenn die Sonne sich neigt, also vom Zenit neigt, und bis zum Anbruch der Nacht oder der Dämmerung, der Abenddämmerung. Und der Koran des Fajr, es gibt keinen Koran, der spezifisch zum Fajr gehört, damit ist hier gemeint. Hier ist die Verlesung des Korans gemeint. Ja, die Lesung des Korans zum Fajr, wahrlich die Lesung des Korans zum Fajr wird bezeugt, yani von den Malaika nach einem Tafsir. Nein, also hier ist die Lesung. Und genauso in dem Hadith, als Fürsprecher wird die Lesung des Menschen erscheinen. Das heißt, sie wird verkörpert in irgendeiner Art und Weise. Wie das genau geschieht, das wissen wir nicht. Unmöglich ist es nicht. Das wird dann Gestalt nehmen, also die Handlung des Menschen als solche und nicht der Koran, welcher die Rede Allah Ta'alas ist. Ja, übrigens ist in diesem Vers laut einigen Gelehrten eine Anspielung auf das Zusammenfassen der Gebete. Allah Ta'ala spricht hier nämlich von drei Gebetszeiten. Vom Duluk al-Shams, das ist das Salatul Zuhr, ila Ghasaq al-Layl, damit beginnt das Maghrib. Das heißt, das Asr wurde nicht genannt und das Isha wurde auch nicht genannt. Und dann kommt der Quran al-Fajr, das Salat al-Fajr, woraus man möglicherweise ableiten kann, die Zusammenfassung der Gebete oder das Zusammenlegen der Gebete und dass die fünf Zeiten sich gelegentlich reduzieren auf drei Zeiten.
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.